Herzlich willkommen zum Marathon-Vlog aus New York. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg, die Startnummer abzuholen. Und ich kann es wirklich langsam kaum mehr erwarten. Das Wetter ist schön, wir fahren jetzt mit dem Fahrrad hin. Und ja, hoffe, ich habe alle Dokumente dabei, die ich brauche. Muss man nämlich so ein paar Sachen dabei haben. Und ja, einfach nur aufgeregt. Also Empfehlung Nummer 1, Startnummer gegen späten Nachmittag abholen. Ihr habt das schönste Wetter und das beste Feeling überhaupt nebenbei. What you want to do, right? But over here, there's usually not a lot of people. There's usually not a lot of people. Wir sind jetzt fertig und es war richtig cool. Die Stimmung auf der Messe war die beste von allen bisher, wo ich überhaupt war. Und es ist so cool, wenn man dann rauskommt und man sieht die Stadt einfach mit den ganzen Lichtern. Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund jetzt überhaupt sehen kann. Wir fahren jetzt nach Hause, es ist ungefähr 7:30. Wir waren echt lange auf der Messe und uns hat gerade noch jemand vom NYPD erklärt, was wir beachten müssen, wo es am härtesten wird auf der Strecke und wie das mit der Fähre nochmal läuft und so weiter. Voll cool, richtig nett. Noch ein Tag, morgen früh Shakeout Run und dann geht's auch schon bald los. Ich habe jetzt meine Tasche irgendwie festgebunden. Ich hoffe, das hält und jetzt fahren wir nach Hause. Morgen. Wir machen jetzt den Shakeout-Run. Es ist super kalt, wir haben 6 oder 7 Grad oder so. Und wir laufen jetzt an der Küste lang, also noch besser, da haben wir noch mehr Wind. Perfekt. Ich habe eh schon nicht genug an, ich habe eine kurze Hose an und 2 Longsleeves übereinander. Ich habe nämlich nur eine Jacke mitgenommen, warum auch immer. Ich war nicht so schlau beim Packen. Ich habe aber Handschuhe mit, also das macht auf jeden Fall schon eine ganze Menge aus. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt den schönsten Sonnenaufgang und ja, es wird, glaube ich, richtig gut. I've seen those faces, I've heard all the lies, but you ain't gazing on someone in denial, 'cause you want dollar bills right now, but you gotta work real hard. Das ist einfach unser Shakeout Run. Wie cool kann ein Shakeout Run bitte aussehen? Wow. Hinten sieht man auch schon die Brücke, über die wir als erstes laufen. Da sieht man einfach die Freiheitsstatue. Das ist unser Ausblick. Da sieht man die Freiheitsstatue. Könnt ihr das erkennen?
Und das ist die Brücke, über die wir als erstes laufen. Rechts ist Staten Island von der Brücke und links ist dann Brooklyn. Hier werden wahrscheinlich nachmittags so viele Menschen sein, dass wir hier keine Fotos machen. Deswegen wollen wir hier ein kurzes Erinnerungsfoto machen. Das ist so traumhaft. Ich muss aufpassen, dass mir nicht zu kalt wird, weil das ist immer schwierig, wenn man stehen bleibt beim Laufen im Winter und dann mit einem schlackert. So let your guard down and I say ich weiß nicht, ob man darauf kann, aber wenn man jetzt schon raufkommt, ist es leer. Also geht man so gegen 8 zum The Edge Aussichtspunkt. Da ist niemand. Vielleicht haben sie auch erst später auf. Das ist dieser 5K Dash to Finish Line hinter uns und das ist echt super groß, also auch der bekannteste Checkered Run, meine ich. Aber warum ich das nicht gemacht habe, ist, weil ich will nur einmal über die Ziellinie laufen und das will ich mir jetzt nicht schon einen Tag vorher nehmen, sondern nur am Marathon. Ich glaube, da ist jeder einfach unterschiedlich, aber ich möchte diese Strecke nur am Marathontag laufen und irgendwie nimmt mir das dann so die ganze Aufregung und die Ziele den Tag vorher schon überqueren, das kann ich nicht. Jetzt gehen wir aufs Rockefeller Center und das haben wir am ersten Tag, glaube ich, schon versucht, aber da haben wir dann nur einen Voucher quasi gehabt, wurde uns an der Kasse gesagt, einen Voucher dafür, dass wir das buchen können. Also konnten wir an dem Tag nicht rauf und haben jetzt quasi das Vergnügen. Man geht ja eigentlich eher aufs Rockefeller Center, weil man von dort aus das Empire State Building sieht. Weil wenn man auf dem Empire State Building ist, sieht man es nicht. Die Aussicht dort ist natürlich auch richtig schön, aber auch ein bisschen weiter unten. Also das Empire State Building ist schon ein bisschen höher. Ihr habt ganz auf diesen Blue Bottle Coffee empfohlen. Das ist der mit dieser blauen Flasche drauf. Der Deckel ist sogar kompostierbar und er schmeckt richtig gut. Wir haben uns jetzt noch spontan entschieden, zum Flatiron Building zu fahren. Da gibt es einen nicen Pasta-Laden. Ich glaube, den habt ihr mir auch empfohlen. Und dann nehmen wir jetzt wieder ein Bike und dann geht's los. Und da ist das Flatiron Building. Ist halt nur gerade vollgestellt mit Gerüsten. Was jetzt nicht so schön ist. Jetzt sind wir noch auf der Suche nach einem frühen Abendbrot, das manchmal ganz so spät was ist. Und ja, letzte Mahlzeit vor Marathon. Nee, Frühstück kommt noch. Wir haben jetzt noch ein Foto mit der Startnummer gemacht und zwar mit der Skyline im Hintergrund. Richtig gut, wir haben einen guten Zeitpunkt erwischt. Jetzt ist es schon viel dunkler als zu der Zeit, wo wir das Foto gemacht haben. Somewhere in the middle, try to find myself again. Guten Morgen, Marathontag. Ich melde mich erst jetzt. Es war so stressig, hektisch.
alles war durcheinander, ganz anders als sonst. Ich habe irgendwie fast nichts gegessen, weil das, was wir vorbereitet und gekauft hatten, so eklig war. Ich habe es wirklich nicht runterbekommen. Das ist schon mal kein guter Start. Keine Kohlenhydrate morgens zu essen ist schwierig. Ich hoffe, dass es trotzdem irgendwie alles gut geht. Wir gehen jetzt zur U-Bahn, fahren dann direkt zur Staten Island Ferry. Und von da aus fahren wir dann 30 Minuten mit der Fähre nach Staten Island. Und von da aus noch mit einem Bus zum Start- und Zielbereich. Es wird eine lange Reise. Wir haben es jetzt ungefähr 5:05 und um 11 starte ich. Also sehr, sehr früh das Haus verlassen, aber geht nicht anders. Und ansonsten bin ich natürlich sehr aufgeregt und habe mir eben nochmal gewaltig den Fuß gestoßen. Was jetzt auch nicht so schön ist, weil es tut gerade ein bisschen weh. Ja, ich fühle mich gut vorbereitet. Das Training war gut, also ich muss mich jetzt echt nicht nervös machen. Wir müssen jetzt nur in dieses Subway kommen. Ich hoffe, wir bekommen einfach diese Bahn, die wir bekommen müssen. Wir können dann einfach durchfahren bis zur Endstation. Ich habe hier noch so eine sehr alte Jacke an, die ich dann wie in Berlin einfach vor dem Start abgebe. Ich habe noch eine Jogginghose an, weil es wirklich 9 Grad sind gerade. Und bis man erstmal da ist, will ich jetzt auch nicht durchgefroren sein. Und ziehe dann auch die Jogginghose aus und gebe sie dann meinem Freund, weil die brauche ich noch, die ist gut. Ich habe eine kurze Hose drunter. Und ich habe 2 Longsleeves an und ich habe auch noch Handschuhe mit für den Start. Und ich denke mal, Handschuhe kann ich dann irgendwann ablegen. Ich habe jetzt die Speicherkarte im Hotel vergessen, ist uns auf der Hälfte der Strecke zur Bahn aufgefallen. Und jetzt ist mein Freund nochmal eben zum Hotel und jetzt geht die Karte vom Hotelzimmer nicht. Es ist auf jeden Fall so stressig und eigentlich so das, was schief gehen kann, geht gerade auch schief. Ich hoffe, dass wir irgendwie noch rechtzeitig jetzt an der Fähre ankommen. Es ist jetzt schon so warm, weil wir quasi so schnell gehen, dass ich meine Jacke nicht mehr brauche. Hier muss man rein und dann fährt man mit der 1 quasi durch. Wir gehen jetzt nach einem Security-Check und gehen jetzt zum Village, also da, wo sich alle Läufer treffen. Man ist in 3 Farben eingeteilt, die ja auch auf der Startnummer sind, also orange, blau und pink. Und ja, ich hoffe, es ist nicht zu weit und wir haben noch ungefähr 50 Minuten bis zum Start. Also eigentlich ist man gar nicht so früh da, sondern der Weg dahin dauert nur so lange. Es ist jetzt 9:50 Uhr, ich starte um 10:55 Uhr und ich habe gerade noch mal eine von den Helferinnen gefragt und sie meinte, ich soll jetzt auf jeden Fall losgehen, weil der Startbereich quasi für die 4. Welle, wo ich drin bin, schließt 25 Minuten vor Start. Das ist schon ganz schön bald. Ich war heute richtig müde und mit der ganzen Musik im Hintergrund ist es schon richtig cool. Man hat so jeden Meter mehr Bock, endlich loszulaufen.
Anderthalb Kilometer, dann ist schon halt Marathon durch. Es geht so schnell. Ich habe jetzt geduscht, Haare gewaschen und wir haben gerade Pizza bestellt. Wir haben noch Schokocroissants und ich werde mich heute nicht mehr bewegen. Ich melde mich dann morgen ganz ausführlich mit ein paar Details. Auf jeden Fall war es sehr, sehr cool und ich kann es irgendwie immer noch nicht richtig glauben. So, wieder zu Hause. Ich habe es tatsächlich in New York selbst nicht geschafft, noch was zum Marathon zu sagen. Aber ich habe mir ein paar Dinge aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Ganz zum Anfang natürlich nochmal die Medaille. Wunderschön. Also ich liebe diese Medaille. Das ist für mich bisher auch die schönste von allen. Also ich finde, das ist die schönste Medaille, die bei mir zu Hause hängt.
und auch die ich bisher je gesehen habe, einfach weil sie so minimalistisch ist, aber auch irgendwie mit dem Gold und dem Silber in Kombination wunderschön ist. Dann mag ich die Farben vom Band auch total gerne und hinten drauf stehen die ganzen Stadtteile, durch die man gelaufen ist. Einfach nur super schön. Und als Andenken nehmen wir uns ja immer auch aus der Stadt, in der ich einen Marathon gelaufen bin, in einem anderen Land, eine kleine Erinnerung mit. Und dieses Mal war das etwas sehr, sehr Typisches. Also manchmal hat es ja eine etwas tiefere Bedeutung, wie in Japan, die Eule zum Beispiel. Aber dieses Mal haben wir uns das hier mitgenommen. Ich finde, das ist eigentlich ganz schön, weil wir auch auf dem Empire State Building waren. Wir haben auf dem Weg zum Marathonstart die Freiheitsstatue gesehen. Ich wollte aber noch mal ein paar Details erzählen zum Thema Ablauf oder dem Marathon allgemein. Und ich finde zum Beispiel ganz am Anfang habe ich gar nicht erwartet, dass man so lange braucht, um zu diesem Village zu kommen, beziehungsweise zum Startpunkt. Ich dachte halt, warum muss man so viel früher aufstehen, um 11 Uhr zu starten? Ich kenne es ja aus Berlin, da ist der Weg ja auch relativ lang und da muss man auch eine relativ weite Strecke gehen, bis man zum Start kommt, aber New York toppt echt gar nichts. Ich musste mich gerade mal anders positionieren, weil die Sonne hier richtig stark ist. Also wir sind gegen 20 vor 6 aufgestanden und das war echt früh. Also ich bin schwer aus dem Bett gekommen. Dann habe ich ja versucht, was zu essen und es war Katastrophe. Wir hatten so ein Sandwich besorgt und das ist so ähnlich wie das, was wir sonst auch immer morgens gegessen haben. Aber es war halt nicht das Gleiche. Und das war so eklig. Ich konnte es nicht essen, wirklich. Ich habe es versucht, ich habe einen Bissen gegessen, habe das kaum runterbekommen und habe gesagt, okay, ich habe jetzt eh keine andere Wahl, wir haben nichts anderes vorbereitet, dann gehe ich halt so in den Lauf. Das hat mir schon ein bisschen Angst gemacht am Anfang, aber es ging halt nicht anders. Und dann habe ich mich in der Sekunde auch schon auf mein Gel gefreut, auf mein erstes, weil ich hatte ja trotzdem richtig Hunger. Ich wollte jetzt auch nichts Neues mehr ausprobieren, weil das ist ja dann eigentlich noch schlimmer als nichts zu essen. Habe dann ein bisschen Wasser getrunken und ja, bin dann los. Ihr könnt euch ja mal die Timestamps angucken, wie lange die einzelnen Sachen gedauert haben. Also ich glaube, wir sind so circa eine halbe Stunde mit dem Bus ins Village gefahren, circa 30, 40 Minuten mit der Bahn zum Endpunkt gefahren, zur Fähre. Dann sind wir mit der Fähre ungefähr 25 Minuten gefahren. Also das war schon eine richtige Tour. Es hat wirklich viel länger gedauert, als ich das erwartet habe. Dann kamen wir irgendwann im Village an und ich fand, das war super organisiert. Man hatte hunderte von Helfern, die einem geholfen haben, Fragen beantwortet haben. Es war alles super ausgeschildert. Man wusste genau, wo man hin musste. Ich finde das Farbenprinzip sehr gut, weil dann hat man sich immer an seiner Farbe auf der Startnummer orientiert. Ich finde, so mit der bestorganisierteste Marathon, den ich bisher gelaufen bin. Kann man nicht anders sagen. 10 von 10. Auf der Strecke selber gab es auch Gels und das war, ich habe es jetzt echt nicht mehr im Kopf, aber es waren zwei Stellen, wo es Gels gab und zwar von dieser Marke. Ich habe mir da einfach welche mitgenommen. Kostenlos abgegriffen habe ich mir die und ich finde, das ist eine ganz gute Gelegenheit, wenn man mal ein bisschen was testen möchte. Dann kann man sich die mitnehmen. Ich habe einmal Lemon Lime mitbekommen. Dann gab es noch Tropical und Orange, ganz klassisch. Und auch die Helfer an der Strecke selber haben dann bei den Gels gerufen Lemon, also wirklich laut. Wenn man quasi diese Gels benutzt, dann weiß man genau, wer hatte welches Gel in der Hand. Die haben Lemon gerufen oder Orange oder Tropical. Also das war so, so gut. Wenn ihr den Marathon mal machen solltet, dann müsst ihr eigentlich nur diese U-Bahn finden, in die wir reingegangen sind. Und dann lauft ihr einfach allen hinterher. Das ist ja immer so. Auch in anderen Städten, ihr geht einfach immer den Läufern hinterher und die wissen, wo sie hin müssen. Die haben ja auch das gleiche Ziel wie ihr. Also da müsst ihr dann nicht nochmal wirklich viel gucken. Klar, wenn man Bescheid weiß, ist man immer auf der sicheren Seite, aber zum größten Teil läuft man einfach der Masse hinterher. Als wir dann in diesem Village waren, gab es auch noch Bagels, Kaffee, Wasser und Elektrolyte von Gatorade. Das ist ja dieses Getränk. Ich würde sagen, das ist das Pendant zu Powerade. Das war alles kostenlos und ich fand es richtig cool. Ich meine, niemand nimmt da ja auch große Portemonnaie oder Zahlungsmöglichkeiten mit. Aber dass da einfach so viel noch aufgebaut war, fand ich sehr, sehr gut. Aber ich habe da jetzt nichts gegessen oder groß getrunken, weil auch das Dinge sind, die ich einfach vorher nicht ausprobiert habe. Und es gibt vielleicht Leute, die das jetzt schon zum 5. Mal laufen und immer wissen, ich esse da meinen Bagel vorher. Und die hatten auch teilweise überall Bagels in der Hand. Aber das konnte ich jetzt nicht. Also mir bei so einem Marathon irgendwie noch Experimente vorzuleisten, das machen wir nicht. Ja, der Marathon selbst lief halt richtig gut. Ich habe es gar nicht erwartet. Ich bin nur 2 Minuten langsamer als meine persönliche Bestzeit gelaufen. Das war in Japan und da gab es nur 20 Höhenmeter und New York hatte 400. Und ich wirklich, also das war so erstaunlich für mich, dass ich das so gut gepackt habe. Ich konnte morgens auch auf Toilette gehen. Das finde ich ist immer so, so wichtig, weil sonst ja, macht es mich kirre im Kopf. Deswegen sehr, sehr happy über diesen Tag, über diesen ganzen Ablauf, dass alles so gut geklappt hat. Ich habe auf der Strecke bei Kilometer 21 Kevin getroffen. Der kannte mich schon und dann sind wir so den
zweiten Halbmarathon zusammengelaufen. Der eine Kilometer vor dem Ziel ist er dann nochmal ein bisschen gesprintet und da haben wir uns dann quasi verloren. Aber richtig cool, dass wir einfach diese ganze lange Zeit irgendwie so nebeneinander gelaufen sind, haben nicht die ganze Zeit gesprochen, aber einfach, dass man sich so bei den Steigungen auf den Brücken, die wirklich extrem waren, ein bisschen gepusht hat, ein bisschen aufgemuntert hat, das war ganz cool. Dann habe ich noch zwei andere Mädels getroffen auf der Strecke, die mich kannten, das fand ich auch sehr cool. Einfach, dass man immer bei diesen Halbmarathon- oder Marathon-Events so viele Leute auf der Strecke trifft und sich dann kurz unterhält, das finde ich so toll und das ist so ein schöner Moment. Ja, und auch passender geht's gar nicht bei einem Lauf selber. Die schlimmste Steigung war tatsächlich die 3 Kilometer, bevor es in den Central Park ging. Und das waren auch wirklich 3 Kilometer pure Steigung. Da hat man sich wirklich gefragt, wie lange geht das hier noch? Weil man wusste ungefähr, da wird es schlimm. Aber dass es dann so schlimm wurde und diese Steigung halt so lange angehalten hat, das war wirklich der allergrößte Albtraum. Dann nochmal auf der Queensboro Bridge, das war auch nicht so nice. Das war auch 2 Kilometer durchgehend Steigung. Das waren jetzt natürlich keine 20% Steigung, aber auf die Strecke gesehen, auf die Länge, war das einfach echt ein bisschen hart. Ansonsten ging es eigentlich, weil man hat sich ja schon mental darauf vorbereitet, dass es 400 Höhenmeter sind. Man wusste, das ist nicht Berlin und das Wetter war gut, die Leute waren so toll. Ich bin so begeistert von diesen Leuten, die einen angefeuert haben am Rand. Das ist unbeschreiblich, wie viele das waren. Man hat ja immer so gehört, so 2 Millionen Zuschauer. Unfassbar. Und die Schilder waren so witzig. Die Schilder haben mich auch so sehr abgelenkt. Also ich habe die immer wieder gelesen. An ein paar Stellen waren es natürlich viel, viel mehr Schilder als an anderen Stellen. Und ich habe dann wirklich auch viel gefilmt, aber auch viel gelesen und musste teilweise so lachen. Und dann habe ich auf meine Uhr geschaut und dachte, wie, es sind jetzt schon wieder 2 Kilometer vergangen. Das habe ich auch nirgendwo vorher erlebt, dass so viele Schilder gebastelt wurden, dass die Leute so laut waren am Rand und das ist halt einfach New York. Das kann man natürlich aber auch mit Amsterdam oder ja, Berlin einfach nicht vergleichen. Berlin ist natürlich auch sehr groß, aber New York ist anders. Es ist wirklich komplett anders und deswegen kann ich euch nur empfehlen, euch da mal anzumelden. Ich bin natürlich jetzt schon wieder so, dass ich sage, ich möchte wieder nächstes Jahr mitlaufen. Aber man muss auch dazu sagen, es ist nicht günstig. Ich versuche mich jetzt mal über die Lotterie anzumelden und gucken, ob ich da Glück habe. Damit rechne ich jetzt aber nicht. Tatsächlich muss man sich dann über so eine Reiseagentur für Läufer, also für Laufreisen, anmelden. Und das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass diese Reisen nicht wirklich günstig sind. Ich kann euch ja einfach mal aufschreiben, was ich bezahlt habe für die Reise. Vielleicht hilft euch das ja schon mal ein bisschen weiter. Wir hatten bei der Reise das günstigste Hotel ausgewählt, was man nur nehmen konnte, haben Flüge extra gebucht, also sind da nicht mit drin. Und ja, die Startnummer halt für mich alleine, also für eine Person. Und das ist der Preis, der hier unten steht. Da kann man sich mal so ein bisschen orientieren. Ich habe schon geschaut, für Boston ist es ein bisschen teurer. Das ist natürlich irgendwie crazy, weil ich finde, dass New York schon relativ teuer war. Und die Startnummer für Boston selber ist auch nochmal viel teurer. Ich finde das Ganze, also diese Medaille, die man am Ende dann bekommt, wenn man in Tokio, London, Berlin, Boston, Chicago, New York gelaufen ist, das ist ein teures Unterfangen. Und das in einem Jahr zu machen, kann ich mir kaum vorstellen, dass das irgendwie machbar ist. Es sei denn, man hat wirklich Geld bis zum Abwinken über. Aber es ist trotzdem mein Ziel. Ich versuche das irgendwann mal zu schaffen, weil man auf jeder Messe, wo ein Major-Marathon stattfindet, auch diese Medaille sieht. Und das ist einfach so mit mein größter Traum aktuell. Also alleine in New York zu laufen war schon heftig, so toll und ich fand das einfach schon so schön, weil das immer so weit weg irgendwie war und jetzt ist es passiert und es war auch noch so schön, ich hatte keine Probleme und keine Struggles beim Laufen. Also es ja, war einfach wirklich, wirklich toll. Wir hatten auch so Glück mit dem Wetter und konnten uns alles angucken und irgendwie war das einfach eine sehr, sehr, sehr schöne Reise, ein schöner Marathon. Jetzt habe ich aber erstmal ein bisschen Pause und zwar 2,5 Monate, bis der nächste Marathon stattfindet und das wird wieder etwas weiter weg sein. Dazu sage ich aber später ein bisschen mehr. 2024, relativ früh im Februar. Also ich freue mich schon sehr auf diese Reise und kann es kaum erwarten. So viel vom Marathon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt einen guten Einblick bekommen können, wie das Ganze dort abläuft, wie die Stimmung ist und vielleicht konnte ich euch auch motivieren, irgendwann mal selber beim New York Marathon mitzulaufen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr das nach dem Video gerne machen wollt oder ob ihr vielleicht schon mal in New York gelaufen seid. Das würde mich auch sehr interessieren, wie da eure Erfahrung war und ob ihr das nochmal machen würdet. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder.